Ey, sind wir jetzt hier echt drei Titanen? So wie es aussieht, ja. Boah, das geht ja richtig ab, Alter. Okay, warte mal, ich stelle mich noch direkt. Warte, wir könnten uns in einer Reihe aufstellen. Vielleicht. Mal sehen, wo wollen wir uns hinstellen? Wo ist das Licht am besten? Mal gucken. Ne. Ne? Vielleicht hier? Nein, in die Sonne, ne? In die Sonne. Na, vielleicht gehe ich hin. Ich sehe schon nach. Warte, ich muss ihn noch richtig hinstellen. Ich bin mit dem Eisenbanner. Ich gehe hier hin. Die Kamera macht die Linke. Ja, neue Sache. Muss mal aufhören rumzuzucken, okay. So. Dann ist das offiziell eröffnet. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Destiny. Mit dem Thomas. Und dem Marcel. Er war sogar bei der ersten Folge überhaupt dabei. Da war noch die Beta. Ja. Genau. Und jetzt gehen drei Titanen zu Omnigul. Naja, zu dem Weg dahin. Komm, jetzt stellt den einen Reiter mit uns zu uns. Feuer, nehmen wir. Nice. Jawohl. Fangen wir an zu tanzen vielleicht. Yeah. Ja, genau. Macht Laune, Junge. Dabei. Alles klar. Genau du. Oh ja. Du. Miau. Banner sieht echt Porno aus. Oh ja, Eisenbahn, der sieht richtig gut aus. Frage. Ja? Der Agent, wo steht er denn? Wir waren gerade da. Wer steht wo? Der Agent. Ach so. Na, der steht hinten beim Sprecher. Alles klar. Warte. Hab ich das jetzt getan oder habe ich das jetzt nicht getan? Sag jetzt nicht. Oh doch. Ich hab's vergessen. Nein. Ah, das ist so geil, ne? Du willst einfach mal instant nochmal umdrehen. Ich hab vergessen, die Urne abzugeben. Oh, Junge. Scheiße. Naja, dann nochmal auf Anfang, also nochmal runter und. Ja, so sieht's aus. Ah, nee, da. Warte mal, da kann ich ja kurz mal noch jemanden. Hab ich noch eine Feuerwaffe? Da kann ich ja kurz mal Nee. jemanden einladen hier, einen Kumpel. Also hier, Marcel von gestern, Thomas kennt ihn ja schon. Ich hab die Scharfschütze mit Geduld und Zeit. Das wird der lustig bei. Ich habe mich gerade gefragt, wo der Agent steht, von daher. Ach, siehst du, ich muss noch zu eingeladen machen, sonst können wir unsere Aktivität nicht mehr machen. Kills mit Schwert. So, nur Einladung. Dürfte reichen. Dann warte mal kurz, dann würde ich ihn mal kurz noch einladen und dann zeige ich ihm mal den Agenten. Dann schmeiße ich ihn wieder raus. Naja, das kannst du machen, wenn noch Platz im Turm ist. Ja, ich glaube, der ist gerade im Turm. Nee, doch, im Turm ist er. Ist immer noch 24, verdammt. Du kannst mir auch kurz reinswitchen oder so. Und da kommst du wieder zurück. Er muss auf 24. Oder er kommt. Thomas, du wirst lachen. Ich hab gestern festgestellt, wir haben doch die normalen Strikes gemacht, ne? Ja. Und als wir zu dritt waren, gab es doch drei Punkte, wo ich dir gesagt habe, jetzt 139 und dann 246. Da waren wir nur noch zu zweit. Gab es nur noch zwei Punkte hier. Ja. Ich bin jetzt bei 249 und 250. Okay. Ich weiß nicht, ob das von der Spieleranzahl abhängt, wie viele Punkte du für die Grimoire kriegst, oder? Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hast du das mit Blut bezahlt? Das ist ein mächtiger. Stell dem Feind Grüße von mir. Ja, die ganzen Engramme, die habe ich übrigens vor zu sammeln. Und die werde ich alle einlösen, wenn das neue DLC da ist. Das sind zwar alles noch alte Sachen, aber dann kann ich beim Kryptarch aufsteigen und dann gibt's neuen Shit. Ach
Hast du Enklave? Genau, ich habe auch noch einen halben Tresor voller Enklave. Aber die habe ich eigentlich nur gesammelt wegen Warlock, weil der ja das Material braucht. So, und die Waffe habe ich jetzt mitgenommen. Vision der Confluence. Oh, die ist nicht aufgelevelt. Und da sehen wir auch warum. Ja, wie viele Marken habe ich jetzt nochmal? Ich habe das wieder vergessen. 200 waren das? Was sagst du? 200? Da ist er. Oh, siehst du, da kann ich doch was machen. Hallo Marcel. Moin. Moin. Ich habe nicht viel Zeit. Ich will nur mal gucken, wo der komische Typ ist, ob ich von denen schon irgendwas kaufen kann. Ja, wir haben auch nicht so viel Zeit. Wir wollen gleich Dämmerung und ein paar andere Sachen erledigen. Genau. Warum? Hast du einfach zu mir kommen. Also wenn du mich so, dann gehen wir jetzt hier mal direkt zu dem Fatzken hier. Ja, lass das mal machen. Denn ich muss nämlich uns wieder Ben holen. So, Marken. So. Jetzt können wir Vision der Confluence noch ein bisschen leveln. Hast du Ben wieder? Könnten wir eigentlich mal vorbeikommen bei dir? Was? Könnten wir eigentlich mal vorbeikommen bei dir? Kannst du machen. Oh. Muss ich mal Cindy fragen, die hat das vorhin mal schon vorgeschlagen. Fahr mich noch ein paar Engramme? Ja, ich fahr noch ein paar Engramme. Ich hab auch noch nichts Wetter vorher gemacht. Also ich hab schon nichts geplant. Ich schreib dir da nochmal. Mach mal. So, dann komm mal hier nach links. Es ist schon eine Ehre. Perfekt. Weißt du, dass du so schnell wie möglich so Richtung 26 kommst, 26, 27, dann können wir mit dir auch die wöchentliche machen. Es gibt noch ein paar Münzen. Ja. Ja, und ihr seht übrigens richtig, das ist kein Warlock. Der hat nämlich den Dämmerung schon gemacht. Hier hinten in der Ecke, Junge. Denk nach. So, mal gucken, ob ich hier irgendwas kriege schon. Der Raketenwerfer ist nicht schlecht. Ja, den habe ich mir auch noch gekauft. Ich auch. Was geht ab, Beutezugmeister? Ich kann von dir gucken. Ich sehe nicht, wenig. Dass es Nachrichten gibt. Zu wenig Münzen. Das Knacken dazwischendurch, hört ihr das auch? Richtig. Ja. Ja. Von einem mit dem Mikrofon. Ah, fuck. Na, ja, gut. Na, du chillst hier gerade ein bisschen. Ein bisschen. Dann ich umrunde dich. Also mir wird schlecht. Ich würde mir gerade rumgucken, Leute. Na, weißt du, ich bin dein Mond, weißt du? Und ich umkreise dich. Oh shit, das wäre fast eine Kollision gewesen. Schön, dass du wieder zurück bist. Mit Vorsprung holen, oder? So, und jetzt bin ich im festen Orbit. Jetzt bewege ich mich nicht mehr. So, jetzt hier. Jetzt grüße ich dich erstmal. Oh, warte, jetzt rundest du mich? Ist es wirklich sinnvoll, 23 Münzen für so einen Antrieb auszugeben? Wenn man zu viele hat, weiß auch. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Der Gleiter ist der schnellste, den es momentan gibt. Ja. Echt? Abgesehen davon sieht der rote Schweif richtig pornös aus. Na gut, Jungs, ich hau wieder rein, wa? Jo. Aus du rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Also, Kopfhörer los, ab in Orbit, so, genau. Jo. Ja, wollen wir jetzt nicht nochmal, wir müssen nochmal anfangen hier. Also, sonst ist ja das nicht. Also, hat ja jeder alles jetzt, was wir. Ja, ich hab alles, ja, also. Meinst du, wir sollen nochmal anfangen? Naja, willst du das nochmal rausschneiden, oder? Ist ja nur. Ich könnte es drin lassen. Und das ist das wahre Leben, Junge. Das wahre Leben. Ungekürzt, ungeschnitten, Und trotzdem habe ich noch was vergessen. Suchst du nach Sonderbedarf? Ach, schon wieder. All die Opfer, die du erbracht hast. Was man hier im Koffer hat, man in dem Beginn. Es gibt noch mehr Schatten, die gejagt werden müssen. Okay, ja, ich hab einige Opfer gebracht. Krota wartet immer noch auf dich. So, nimm die Urne. Nimm diese Urne mit in die Finsternis und befülle sie mit jedem Albtraum, jedem Schrecken, den die Schar hervorgebracht hat. Ja, ich wollte gerade vor. Ich wollte gerade. Zensierte Vision nachher. Ich glaube nicht. Sagen und was.
alles klar. Okay, dann würde ich mal sagen,